Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Kirchbaumer. Rebecca Kirchbaumer, Tankstellenunternehmerin in Innsbruck, ÖVP-Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Die zügige Fertigstellung des Brenner Basistunnels für Tirol ist lebensnotwendig. Bereits heute sind die Tiroler Autobahnen regelmäßig durch die Transitlawine verstopft. Immer öfter passiert es, dass man es nur mit Mühe und Not schafft, von der Autobahn abzufahren. Die Lücken zwischen den Lkw-Kolonnen werden immer geringer. Die heimischen Transporteure haben Mühe und Not, zu ihren Baustellen und zu ihren Kunden zu kommen. Die rechte Spur ist vom Lkw-Verkehr, vom Transitverkehr besetzt. Für mich als Tiroler Abgeordnete ist es sehr erfreulich, dass der Bau des Brenner Basistunnels im neuen ÖBB-Rahmenprogrammplan weiterhin oberste Priorität hat. Der Basistunnel wird, wenn er 2027 eröffnet wird, zu einer enormen Entlastung auf der Brenner-Route führen. Um seine volle Kapazität nutzen zu können, ist es für die Brenner Basistunnels allerdings unbedingt notwendig, dass die Zulaufstrecken in Italien und Bayern zeitgerecht ausgebaut und an das erhöhte Aufkommen angepasst wird. Dass Deutschland beim Ausbau dieser für die deutsche Wirtschaft so wichtige Transitroute bremst, ist für mich unverständlich. Die Fertigstellung der Zulaufstrecke wurde nun scheinbar auf 2040 verschoben. Meine Damen und Herren, weite Verzögerungen sind bei den Zulaufstrecken nicht akzeptabel. Tirol erstickt im Verkehr. Ich hoffe, dass es hier zu einem Umdenken der neuen deutschen Bundesregierung kommt und die Bedeutung der Brennerroute für den gesamten europäischen Transitverkehr erkannt wird. Ich danke Ihnen, Herr Minister, vorab für Ihre Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.